Strom, elektrische Signale, Impulse, die fast so schnell wie das Licht menschliche Gedanken transportieren können. Eine der großen Erfindungen des 19. Jahrhunderts erschloss die Welt der Blitznachrichten, der elektromagnetische Telegraph. Wie kein anderer steht Samuel Morse aus Charleston im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts für die Entwicklung und weltweite Verbreitung des Telegraphen. Samuel Morse, von Beruf Kunstmaler. Seine Porträts und Geschichtsdarstellungen hatten ihm bescheidenen Ruhm eingebracht. Künstlerische Inspiration suchte er mehrfach in Europa. Auf einer Schiffspassage erfuhr er 1832 von der Telegraphie, eine neue Erfindung, die fortan seine Fantasie beflügeln sollte. 10 Jahre Arbeit investierte Morse in den Aufbau der ersten kommerziellen Telegraphenlinie der Welt. Von ihm stammt auch der erste internationale Nachrichtencode, das Morse-Alphabet. Morse hatte zu seiner Zeit die Übertragungstechnik perfektioniert. Die Grundidee war schon viel älter. Feuerzeichen, mit denen die Helden im Krieg um Troja Botschaften austauschten. Eine einfache Form optischer Nachrichtenübermittlung. Mehr als 2 Jahrtausende vergingen bis zur Eröffnung einer fest installierten optischen Telegraphenlinie. Sie führte 1792 von Paris nach Lille. Der Franzose Claude Chappe setzte sein mechanisch-optisches System aus 3 simplen Signalelementen zusammen. Ein drehbarer Balken trug an beiden Enden je einen verstellbaren Flügel. Damit konnte Chappe ein ganzes Alphabet übermitteln. 22 Posten hatte die Linie Paris-Lille. Nur 2 Minuten wanderte ein Zeichen über die 270 Kilometer lange Strecke. Chappes Telegraph war bald auch in Preußen als schnelles Nachrichtensystem gefragt. 6 Balken hatten die Stationen hier statt der ursprünglichen 3. Preußisch gründlich. Von Berlin nach Koblenz führte diese optische Telegraphenlinie im Jahre 1830. Schon einige Zeit früher hatte der Geheime Rat Samuel Thomas von Sömmering den elektrischen Strom für seinen Telegraphen entdeckt, genauer dessen chemische Wirkung. Sömmerings Sender hatte für jeden Buchstaben einen Kontakt, der am Empfänger mit der entsprechenden Elektrode in einem Flüssigkeitsbehälter verbunden war. Am jeweils gesendeten Buchstaben floss Strom, Gasbläschen stiegen auf. Mit Elektrizität war Sömmering ganz modern, doch nicht die chemische, sondern die magnetische Wirkung des Stroms brachte den Durchbruch. Der erste elektromagnetische Telegraph stammt von Carl Friedrich Gauß und Wilhelm Weber aus Göttingen. Die beiden Gelehrten betrieben 1833 eine rein private Telegraphenlinie von der Göttinger Sternwarte zum physikalischen Laboratorium. Für ihre Konversation benutzten sie ein verabredetes Alphabet. Je nach Stärke des gesendeten Signals schlug am Empfänger eine Magnetnadel unterschiedlich stark aus. Deren Ablenkung musste der Adressat aufmerksam durch eine Ablese-Lupe beobachten. Aufzeichnen konnte das Gerät nicht. Karl August Steinheils Nadeltelegraph von 1837 hatte eine solche Aufzeichnungsmöglichkeit. Die Bewegungen der Magnetnadel hielt er auf einem Papierstreifen fest. Das Gerät war Sender und Empfänger in einem. Dieses moderne Bauprinzip benutzte auch Werner Siemens für seinen Zeigertelegraphen. Zu dieser Zeit setzten sich in ganz Europa Magnetnadeltelegraphen durch. Die Engländer Cook und Whetstone bauten gar einen schnellen 5-Nadeltelegraphen für die englische Eisenbahn. Samuel Morse in Amerika war dagegen noch immer mit seinem ersten Versuchsmodell beschäftigt.
Sein Telegraph wirkte im Vergleich zur europäischen Konkurrenz reichlich kurios. Morse setzte ihn fast ausschließlich aus Bauteilen zusammen, die er in seinem Atelier gefunden hatte. Ein altes Uhrwerk an einer Malerstaffelei zog einen Papierstreifen schrittweise über den Staffelkasten hinweg. Der Stift zur Aufzeichnung des Übertragungscodes hing an einem Holzdreieck, das von einem Elektromagneten hin und her bewegt wurde. Morse wollte in diesem Sommer endlich an die Öffentlichkeit. Jetzt wusste er auch, wie er seinen Zeichencode übertragen konnte. Er hatte einen Satz unterschiedlich geformter Metallplättchen hergestellt, mit denen er Buchstaben und Zahlen als Folge von Impulsen darstellen konnte. Der Gedanke war einfach und wirkungsvoll zugleich. Nun wollte Morse ihn praktisch erproben. Beim Telegrafieren nach dem Morse-Prinzip löste der Zeichensatz auf der Senderseite eine ganz bestimmte Kontaktfolge aus. Sobald Strom floss, zog am Empfänger der Elektromagnet den Stift nach hinten. Ein Winkel wurde aufgezeichnet. Bei unterbrochenem Stromkreis ging der Stift in die Ruhelage zurück. Jede Folge von Winkeln und Geraden stand für ein Zeichen. Ein Wörterbuch verriet dessen Bedeutung. In diesem Seminarraum der New Yorker Universität fand 1837 die erste Vorführung statt. Morse strebte schon zum nächsten Ziel. Er wollte als erster eine Telegraphenlinie auf dem amerikanischen Kontinent einrichten. Doch es dauerte 6 lange Jahre, bis er den Kongress in Washington vom Nutzen seines Vorhabens überzeugt hatte und die Erlaubnis dazu bekam. So führte 1843 die erste Telegraphenlinie in den USA von der Hauptstadt Washington in das 60 Kilometer nördlich gelegene Baltimore. Andere Verbindungen folgten. Seine ursprüngliche Entwicklung hatte Morse inzwischen verbessert. Mit der neuen Morse-Taste konnten geübte Telegraphisten bis zu 80 Zeichen pro Minute übertragen. Das neu entwickelte Morse-Alphabet ein binärer Code. Mit Leerzeichen und Punkt oder mehreren Punkten als Strich konnte Morse sämtliche Schriftzeichen darstellen. Das Morse-Alphabet, die Fibel des Telegraphisten. Wie aber wusste der beim Empfang, wo ein Schriftzeichen aufhört und das nächste beginnt? Als Trennung wurden zwischen zwei Buchstaben oder Zahlen stets 3 Leerstellen gesetzt. Das Grundprinzip der Telegraphie blieb weiterhin unverändert. Ein Telegraph ist ein aus der Ferne betätigter Elektromagnet. Am Sender wird mit der Morse-Taste ein Kontakt geschlossen. Dadurch zieht der Elektromagnet am Empfänger einen Hebel an und drückt einen Stift auf den Papierstreifen. Nachrichten werden als Impulsfolge gesendet. Mehrere Impulse bilden ein Zeichen. Dies war die erste Botschaft, die Morse selbst von Washington nach Baltimore sandte. Die erste elektrische Telegraphenlinie in Deutschland verband 1848 Hamburg und Cuxhaven. In vielen Städten wurden bald Depeschen in den neu eröffneten Telegraphenbüros aufgegeben und empfangen. Telegraphist war ein begehrter Beruf. Um das Übertragungstempo weiter zu erhöhen, ließ man die Zeichen bald nicht mehr von den Apparaten ausschreiben, sondern direkt vom Telegraphisten abhören. Höchste Konzentration war gefordert. Die Verkabelung der Weltmeere, ein gigantisches Unterfangen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Weltweiter Nachrichtenverkehr zum ersten Mal in der Geschichte.
Die mächtigen Unterseekabel der Telegrafengesellschaften überbrückten Tausende von Kilometern. Die Übertragungstechnik war in zwei wesentlichen Punkten verbessert worden. Für Fernverbindungen mussten Reichweite und Kapazität der Leitungen erhöht werden. Das unverstärkte Signal allein war zu schwach. Mit zunehmender Distanz ging es im Rauschen der Leitung unter. Verstärker lösten dieses Dämpfungsproblem. Zur besseren Ausnutzung der teuren Fernleitung wurden mit der sogenannten Multiplex-Technik mehrere Signale aus unterschiedlichen Quellen gemeinsam über ein und dieselbe Leitung übertragen. Der Multiplexer ordnet die ankommenden Signale in der Übertragungsleitung wechselweise hintereinander an. So entsteht ein Zeit-Multiplex-Signal, das verstärkt und übertragen wird. Die unterschiedlichen Signale überlagern sich nicht, und auf der Empfangsseite werden sie wieder voneinander getrennt. Ganz ohne Kabel kam Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue Art der Nachrichtenübertragung aus, die Funktelegrafie, eine große Hilfe vor allem für die Schifffahrt. SOS. Erstmals konnten Kapitäne in Seenot Hilfe herbeirufen und manches Mal Passagiere und Besatzungsmitglieder vor dem Ertrinken bewahren. Auf anderem Gebiet gelang David Edwin Hughes mit seinem Drucktelegrafen einen Schritt nach vorn. Hughes' Apparat verarbeitete Signale nicht mehr als Code, also verschlüsselt, sondern als gewöhnliche Schriftzeichen, die jeder verstand, jeder, der lesen konnte. Damit kam Hughes gerade rechtzeitig. Das Industriezeitalter brauchte allgemeinverständliche Nachrichtenübermittlung. Eine Revolution auch für die Presse. Früher waren Meldungen oft tagelang unterwegs. Jetzt liefen sie in Sekundenschnelle um die Welt und waren in Windeseile beim Leser. Die Telegrafie ließ Entfernungen schrumpfen. Das Telegramm, die Blitznachricht über den schnellen Draht, wurde bald auch für private Zwecke beliebt. Damals erschien es unfassbar, dass Botschaften fast genauso schnell in fremde Kontinente gelangten wie in eine benachbarte Stadt. Aber durch wie viele Hände war das Telegramm gegangen, bis es schließlich beim Empfänger eintraf? Hughes' Drucktelegraph war ein Vorläufer jener Fernschreiber, die jahrzehntelang den Schriftverkehr in der Geschäftswelt bestimmten. Mehr und mehr werden sie aber in vielen Büros durch moderne Computerkommunikation und Datenübertragung ersetzt. Der Personal Computer wird auch für die direkte Kommunikation immer wichtiger. Telefon- und Datennetze erlauben von fast jedem Ort der Erde aus den Zugang zum internationalen Computerverbund. Samuel Morse würde ungläubig staunen, was aus seinem Telegrafen heute geworden ist. Morse starb 1872 reich, berühmt und hoch geehrt.